Biodiversität ist für meine Arbeit natürlich ganz essentiell, weil ich sowohl beruflich als auch ehrenamtlich im Naturschutz tätig bin. Das heißt, für mich ist das ein ganz zentrales Thema, Biodiversität zu fördern, zu erhalten und ja, den Verlust, den wir ja leider haben, möglichst zu vermindern. Der Wert von Insekten ist meines Erachtens gar nicht zu unterschätzen. Insekten sind ja eine wahnsinnig artenreiche Tiergruppe, die eine riesige Biodiversität entfaltet haben und sowohl vom Naturschutz als auch natürlich von der wirtschaftlichen Seite, vom Ökosystem Leistungen, da sind Insekten gar nicht wegzudenken. Bestäuberleistung von Insekten ist ja immer wieder Thema. Also ich denke, wenn wir Insekten verlieren, dann haben wir schon auch wirklich Probleme, auch für uns Menschen, nicht nur für die Natur. Für mich nicht ganz nachvollziehbar ist zum einen, dass es doch jetzt sehr lange gedauert hat, bis man auf das Problem aufmerksam geworden ist und dass auch jetzt noch gesagt wird, es muss in erster Linie erforscht werden und es muss nochmal nachgeschaut werden, wo sind die Ursachen. Für mich als Praktikerin ist es viel wichtiger, jetzt aktiv zu werden. Wir müssen jetzt nicht das letzte Insekt noch erforschen, sondern wir müssen jetzt tatsächlich Maßnahmen machen, sei es in der Landwirtschaft, sei es bei Pestiziden, sei es auch in der Stadt, in der Industrie. Ich will da keine einzelnen Leute anprangern, aber wir müssen einfach in die Praxis gehen und nicht nur forschen und das Ganze in Frage stellen, weil der Fakt ist einfach da. Man muss die Maßnahmen ergreifen, die Insekten fördern. Und das ist in erster Linie Lebensräume zu schützen, zu erhalten, aber auch neue zu schaffen. Wenn man sich in der Börde zum Beispiel die Landwirtschaft anguckt, das ist nicht nur ein Problem der Landwirte natürlich, sondern auch der Konsumenten, die nicht bereit sind, für die Lebensmittel genug Geld auszugeben. Aber diese Landschaften sind einfach tot. Da gibt es keine Streifen mehr, da gibt es keine Hecken mehr, da gibt es keine Totholzhaufen und deshalb gibt es auch keine Insekten. Und das ist insofern auch immens gravierend, weil es ja nicht nur um die Insekten selber geht, es geht um die Bestäuber, es geht aber auch um die Vögel, die von Insekten leben, es geht um Fledermäuse, die in erster Linie Insekten fressen. Also wir gefährden da im Prinzip das ganze Ökosystem. Das Insect Respect, gute Zeichen, ist für mich ein sehr innovativer Ansatz. Einmal natürlich auf den Wert von Insekten aufmerksam zu machen und dann auch tatsächlich in die Praxis zu gehen, zu schützen. Wichtig wäre mir bei dem Projekt, dass es nicht, sage ich mal, ein Greenwashing ist, sondern dass tatsächlich auch in der Fläche zu sehen ist, dass halt Insekten zunehmen. Dass man auch da wieder nicht nur über das Problem redet, sondern tatsächlich auch möglichst viel umsetzt in der Landschaft. Ich denke, ohne Unternehmen und ohne Wirtschaft wird so ein umfangreicher Schutz von Insekten gar nicht funktionieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass sich Unternehmen auch engagieren, weil sie ja auch einen ganz anderen Zugang haben. Sie können auf die Konsumenten zugehen, sie können den Gesellschaften Dialog prägen. Also ich bin sehr froh, dass ja zunehmend auch Unternehmen da ihre gesellschaftliche Verantwortung bemerken und auch wahrnehmen und auch ja, aktiv gestalten.